Ein Tagebuch innerer Zustände nannte Goethe seine Marienbader Elegie, eine Art Therapie in Reimform. Der greise Dichter Fürst hatte sich in eine 19-Jährige verliebt, die eigentlich hätte seine Enkelin sein können, Ulrike von Levezow. Die aber kann und will in Goethe nichts anderes sehen als einen liebenswürdigen alten Herrn. Eine Absage, die für die Literatur durchaus glücklich war, denn Goethe beendete daraufhin das Kapitel Unglückliche Liebe für den Rest seines Lebens. Stattdessen stürzte sich in Arbeit. Ulrike von Levezow aber blieb eine unabhängige Frau. Geboren wurde sie heute vor 220 Jahren in Leipzig am 4. Februar 1804. Unser Stichtag von Sven Egger. Gegen Ende ihres Lebens will Ulrike von Levezow aufräumen. Aufräumen mit einer Episode aus ihrer Jugendzeit. Um all das Fabelhafte, was darüber gedruckt, zu widerlegen. Gemeint ist von Levezows Beziehung zu Johann Wolfgang von Goethe. Die gebürtige Leipzigerin gilt als letzte Verliebtheit des Dichterfürsten. Doch wieder alle Spekulationen stellt sie nun Jahrzehnte später am Schluss ihrer Erinnerungen fest. Keine Liebschaft war es nicht. Ulrike ist die älteste Tochter eines mecklenburg-schwerinschen Kammerherrn und späteren Hofmarschalls. Mit 13 wird sie nach Straßburg geschickt, auf ein französisches Pensionat. Im Sommer 1821 dann beginnt eben jene Episode, die von Levezow in die Literaturgeschichte bringt. Mit Mutter und Schwester ist sie für einige Monate nach Marienbad gereist. Im böhmischen Kurort hält sich auch ein alter Bekannter der Mutter auf, Goethe, Anfang 70, ein berühmter Mann. Doch davon weiß die 17-jährige Ulrike anfangs nichts. So sahst du sie in frohem Tanze walten, die Lieblichste der lieblichsten Gestalten. So wird Goethe später über Ulrike reimen. Er versucht, sie zu interessieren für Literatur, Pflanzen und Steine und natürlich für sich. Doch trotz der sich einstellenden Vertrautheit, über 50 Jahre Altersunterschied, trennen die beiden. Doch Goethes Sympathie wächst in den nächsten beiden Marienbader Sommern zur schwärmerischen Verliebtheit. Der Umgang mit der inzwischen 19-jährigen Ulrike weckt in ihm neue Lebens- und Liebeslust. Er geht aufs Ganze, hält um Ulrikes Hand an, beziehungsweise lässt anhalten, seinen alten Freund, den ebenfalls in Marienbad kurenden Weimarer Landesfürsten, Großherzog Karl August. Der verspricht Ulrike einiges. Erste Dame am Weimarer Hof, eine reiche Pension, dazu ein Haus für die Eltern. Aber einen Versorger braucht Ulrike nicht und überhaupt. Ich hätte noch gar keine Lust zu heiraten. Goethe braucht ein wenig, um die wohl höflich hinhaltend formulierte Absage zu verarbeiten. Dann gießt er noch während der Heimreise die wachsende Enttäuschung in ein hochemotionales Gedicht, die Marienbader Elegie. Das Auge starrt auf düsterem Pfad verdrossen, er blickt zurück, die Pforte steht verschlossen. Ulrike von Levezow verbringt den größten Teil ihres späteren Lebens auf Schloss Triplitz in Nordböhmen, nach dem Tod von Mutter und Stiefvater als Schlossherrin. Die Germanistin Astrid Seele. Und sie war eben offenbar eine sehr, sehr gütige Herrin, hat viele Aufgaben noch selbst erfüllt, hat täglich ihr Gut abgeschritten und ihre Tiere gefüttert und so weiter. Sie hatte durchaus viel zu tun. Auch ihre Hobbys im Kleinen, wie Pflanzen und Herbarien und Karten legen und Spinett spielen, auch Billard hat sie gerne gespielt. Von Levezow geht auch auf Jagd, ist als passioniert Reiterin bekannt. Geheiratet hat Ulrike nie, trotz angeblich 13 Anträgen. Im November 1899 stirbt Ulrike von Levezow im hohen Alter von 95 Jahren. Die kurze Episode mit Goethe folgt ihr aber auch auf dem letzten Weg, wenngleich der Dichter schon lange tot ist. Auf ihren Sarg legte man einen aus Weimar geschickten Kranz. Er bestand aus Herbstblumen, die in Goethes Garten gewachsen waren. Goethes letzte, wenn auch unerfüllte, liebe Ulrike von Levezow. Vor 220 Jahren wurde sie in Leipzig geboren. Das war unser Stichtag.